Hallo. Hallo. Ja, moin, du bist hier im Support von Blitzwie. Ja, wieso? Ja, ich muss dich einmal mitnehmen. Oh. Ups, dieses Tragen. Ich wusste nicht, dass ich das gebunden habe. So, ich lasse dich mal runter. Weißt du, was du falsch gemacht hast? Dankeschön. Nein. Okay, wie lange spielst du schon auf dem Projekt Blitzwie? Seit 4, 5 Tagen. In welcher Familie bist du? In den Ballers. In den Ballers oder bei den Ballers? Ich glaube bei. Das ist überhaupt nicht lustig. Was denn jetzt? Also halt, ich bin in den Ballers, ich habe den Job von den Ballers. Ja, das ist ja die Frage. Bist du in den Ballers oder bei den Ballers? Ich möchte das gerne wissen. In. Weil ich keine zwei Merkmale anhab, oder wie? Ja, korrekt. Was meint sie? Ah, okay, ja. Das ist auch tatsächlich nicht das erste Mal, dass du dabei gesehen wirst. Ich habe ja schon eine ganze Liste davon, dass bei dir jetzt öfters passiert. Was sagst du dazu? Ja, ich habe das, also es wurde bei uns in den Discord einmal reingeschrieben und ich habe es gelesen. In euren Aber Discord? ja, also in den Frag-Discord. Oh, das heißt, es wurde dir OOC gesagt, was du IC machen sollst, oder wie? Also es wurde einfach mitgeteilt, dass halt, dass wir Im Discord uns dann. mit zwei Merkmalen, und ich habe die Flag auch, aber ich habe sie halt nicht an. Außerhalb vom Spiel hier, vom RP? Ja. Jetzt, was mache ich jetzt mit dir? Jetzt hast du auch noch zugegeben, dass ihr Metagaming betreibt. Ja, das ist ja einfach eine Info, oder? Das, ich meine, das war ja auch im normalen Discord so, dass man sich mit zwei Merkmalen bemerkbar machen muss. Richtig, und das ist das. Eine Info OOC-IC benutzen ist halt leider Metagaming. Also schauen wir das jetzt aus das dritte Mal bei Ballers, dass das passiert. Wir haben jetzt Ja. schon hier mehrere Supportfälle und ich verstehe nicht, was daran nicht läuft. Sind noch mehr Leute von dir auch wach? Ich kann kurz gucken. Aber nicht über Ich glaube Discord wieder, ne? schon. Gucken. Nein, nein. 11 Leute sind da gerade, ja. 11 Leute. Und das ist auch das Problem mit eurer Aktivität. Wir haben 16 Uhr und ihr seid 11 Leute. Die La Cosa Nostra sind gerade 23 Leute. Ja. Ist das normal, dass ihr so inaktiv seid? Ich glaube, da wird sich aktuell, ich habe keine Tu Ahnung. mir bitte einen Gefallen, lass uns jetzt nicht hier über deine Fraktion reden. Wir reden immer noch darüber, warum du nicht zwei Teile anhast. Ja. Wieso ist das denn so? Also eben, ich habe hier die Flag. Ah, die hast du Ich habe sogar die dabei, aber halt. nicht angezogen. Ja. Na super. Also respektierst du den Support nicht, oder wie? Doch, doch. Okay, klasse. Weißt du, welcher Supporter ich bin? Nein. Shanks. Sagt dir mein Okay. Name gar nichts? Nein. Ich bin einer der gefürchtetsten Supporter. Okay. Aber ich spreche dir trotzdem einen Warn aus. Ja. Ändere das bitte. Wenn du in 7 Tagen wieder connecten kannst, dann melde dich bitte vorher noch einmal, ja? Ja. Gut. Dann, kleinen Moment, wie ist deine ID? 10 oder 183. Kleinen Moment, ich schaue mir das mal an. Also 100 und dann 83. Aha, ja, Nelo. Ist Nelo dein Name? Ja, genau. Wie heißt du denn IC? Nele Kasakov. Oh, das ist jetzt blöd. Was denn? Du musst ja in den Name-Tags muss dein ganzer Vor- und Nachname drin stehen. Das steht bei dir auch nicht drin. Hä, habe ich das denn irgendwie nicht? Nee, sorry. Das ist leider nicht da. Okay. Hä, wo kann ich das denn ändern? Ich glaube, du verkaufst Nee, ich mich hier habe für das. dumm, Nele. Nein, 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 nein. Das erste Mal, wo ich connected bin, wirklich, ich hab's eingegeben. Okay. Aber ich weiß nicht, ob ich das jedes Mal, muss ich es jedes Mal neu eingeben, wenn ich connecte oder was? Oder Ja, ändert sich leider das? schon. Leider Wo schon. kann ich das denn ändern? Wir machen das ganz einfach. Wir legen dich auf die Watchlist. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du connectest, musst du bitte einmal deinen Bildschirm aufnehmen. Ja. Kriegst du das hin? Also komplett einfach einen Clip machen oder? Komplett von Einloggen bis zum Ausloggen einfach alles aufnehmen, was du machst. Mit Handy. Okay. Die meisten machen das so, die holen sich dann so einen Ständer, also Stativ. Die legen den, also die machen Ja. den einfach vor dem Bildschirm und nehmen dann einfach die ganze Zeit auf, wie sie spielen. Das kannst du dann, je nachdem, wie lange du spielst. Ja. Okay. Kriegst du das hin? Ja, klar. Das würdest du machen? klar. Okay. Naja, also wie gesagt, wir bleiben erstmal bei den Warn-Nele. Das heißt, dann nach 7 Tagen kannst du wieder connecten. Dann würde ich dich erstmal für 7 Tage weghauen. Aber das ist kein Problem. Dann beim nächsten Mal wird es dann halt ein Monat sein, 30 Tage. Ist es okay für dich? Ja. Du hättest jetzt einfach diesen Bann in Kauf genommen? Was soll ich machen? Weißt du, Irgendwo was die auf eingeben. Final City hätten, die meine ganze Familie beleidigt? Nein. Ja, okay, dann ich nehme den One auch weg. Okay. Ich bin eigentlich gar kein Supporter. Ja, ich bin Modder. Ah.
perfekt. Was hältst du so von Modern? Keine Ahnung, dumm. Was? Nein, Spaß, ich bin's, Kalito. Ich bin PL von Blaze. Ah, ja. Okay. Du weißt, dass ich Kalito bin, oder? Also, jetzt weiß ich, ja. Das ist echt krass. Die spielt einfach auf allen Projekten und kennt uns nicht, Kalito. Ey, sorry. Ja, kein Problem. Ich hab's schon gedacht, so ein bisschen. Ja, ein bisschen verwirrt. Ich bin ja auch dafür bekannt, ne? So, dass ich hier trolle und so. Die haben sich letztes Mal über mich beschwert. So, das ist mein scheiß Server, ich mache hier, was ich will. Weißt du, was ich meine? Checkst du so auf den? Ja, ja, kurz Beschwerde einreichen, ne? Ja, okay. Verstehst du? Ich meine, ich als Kalito, ich mache hier, was ich will und ihr hast mir nichts zu sagen. Ja, ja. Ja, nee, du auch nicht, Nele. Okay, sorry. Gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Nein. Okay, nee, Nele, ich hoffe, das war nicht schlimm. Wir sind gerade live und. Nein, nein, alles gut. Super. Ja, mein Kanal kennst du, der ist Kalito? Ja. Das ist so eine Lüge. Du kennst meinen Kanal. Das ist so eine Lüge. Also, ich war noch nie dabei, aber ich habe schon mal gehört, auf jeden Fall. Warte mal, wie bist du hier raufgekommen? Eigentlich darf nur jeder, der hier drauf spielt, der einen Sub bei mir gelassen hat. Ach ja, sorry. Ja, okay. Okay, ey, sorry, dass ich dich aus deinem RP rausgezogen habe. Komm, ich gebe dir ein Auto. Gut, ich wollte Fahrschul machen. Dieses Tragen ist. Ich habe mich schon gewundert. Entschuldigung. Ey, alles gut. Um die Belohnung kümmern. Bitte? Jenny, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ich kann mich um die Belohnung kümmern. Ja, steck ihr mal irgendwas zu. Mach ich. Krieg ein schönes Auto. Okay, super, viel Spaß. Oh, da. Hey, was geht ab? Schön. Fake OGs oder was? Fake? Okay, Fake OGs. Seid ihr OGs oder was seid ihr? Ja, mal OG. Ihr seid OGs? Ja. Endlich mal gute OGs ohne Sergen. Ja, ne? Lass mich raten, ihr wisst nicht mal, wer Sergen ist. Keine Ahnung. Das ist eine andere Community, Abu. Da musst du durch. Warte mal, was lache ich überhaupt? Nee, nicht mal, die kannten mich auch nicht. Nee, das ist eine andere Community. Ja. Komm mal her. Also ich kenne dich vom Hören, aber nicht vom, ne? Was vom, ne? Aber sie werden dich kennenlernen, mach dir keine Sorgen. Ja, indem sie Tickets über mich aufmachen. Ja, 20 Reports über Modder und sonstiges, aber keine Sorge. Wir kümmern uns jetzt erstmal um ihr Geschenk und du hast Spaß, bitte. Okay, super. Ich wünsche euch noch viel Spaß, ja? Nele, hau rein. Ciao. Ey, schönen Tag noch. Danke. Ja, ich auch. Vergiss nicht deine 2 Flags. Ja. Haut rein, OGs. Originale OGs. Ciao. Hallo. Hallo? Ja, moin. Was war denn da los gerade? Nix. Nee, er ist doch gerade hier an dir vorbeigefahren. Was war denn da los zwischen euch? Der ist einfach nur am Highway gefahren. Nee, ich bin noch nicht blöd. Habt ihr euch gestritten gerade, OOC, oder wie? Nee. Ja, das sagst du jetzt, nö. Aber wenn ich ihn frage, was wollt ihr dann sagen? Dann wird er wahrscheinlich sagen, nö. Zu welcher Familie gehörst du? Zu Chano. Was soll denn das sein? Chano-Kartell. Seid ihr Mexikaner oder was? Wir wurden in Istanbul gegründet, aber sind Multikulti. Und was spricht ihr für eine Sprache? Deutsch. Mein Digga. Ja, einmal bitte herkommen. Oh oh. So, einmal aussteigen, bitte. Zum Beispiel so auflegen. So, was war das hier gerade? Hä? Das, wie, wo, war, hä? Du siehst doch, hier ist ein gerade Supporter. Wieso fährst du denn hier lang? Ja, weil ich Westen machen wollte. Ja, das ist mir völlig egal. Du fährst hier einfach lang, ohne Respekt. Wieso fährst du nicht auf der anderen Straßenseite? Was ist hier los mit euch? Aber hier ist doch die richtige Straßenseite, hä? Ja, richtig. Und solange hier ein Supporter steht, hast du hier nicht lang zu fahren. Ja, aber ich kann das doch nicht wissen. Also hast du mich nicht gesehen? Ja, aber doch erst von hier vorne dann erst. Nee, das ist mir völlig egal. Du schickst mir jetzt bitte sofort einen Clip, wann du mich gesehen hast. Wenn du mich rechtzeitig gesehen hast, dann kriegst du einen Bann. Hä? Was diskutierst du jetzt noch hier rum? Ja, aber, ja, wen soll ich dann den, hä? Wie soll ich den Clip schicken? Ja, mit was spielst du denn? Mit einem Handy oder was? Ja, aber wen soll ich den Clip schicken? Ein Support vielleicht? Was ist denn das für eine dumme Frage, sag mal! Hä? Wenn du noch einmal her sagst, dann kriegst du einen Monatsbann. Ja, okay, ich schick den Clip, aber wen? Du fragst in allen Ernstes wen, obwohl ich gerade vor dir stehe. Was ist denn los mit dir? Ich weiß ja nicht, wie heißt du denn auf Discord? Shanks Vieh. Shanks. Ja, von dem, nur wo ich hierher gefahren bin? Nee, komplett alles. Ihr habt ja Pflicht, komplett alles aufzunehmen. Ja, soll ich dir alles schicken? Auch wo ich Westen vorhin noch gemacht habe. Du bist doch Levis, oder nicht? Oh, das ist richtig, jetzt fährt der Nächste hier lang.
Jason, bitte weiterfahren, ich kümmere mich gleich um dich, ja? Und das wird richtige Permaband-Sageln. Ja, die okay. Fahren doch auch hier alle lang. Ja, ja, die... Jetzt keinen Clip zeigen. Wie, also willst du die jetzt gerade verpetzen? Ist das gerade ein Report von dir über die oder was passiert hier gerade? Hä? Also reportest du die gerade? Die fahren doch hier auch lang. Das heißt, du hast gerade verpetzt. Hier auch anhalten. Ich habe gerade gesagt, Jason, ich kümmere mich gleich um dich. Ja, aber was mit dem Grün da hinten? Der ist da auch vorbeigefahren. Ja, um dem kümmere ich mich auch. Möchtest du das mit mir? Willst du meinen Job tun? Willst du dein Supporter sein oder wie, Levis? Nein, ich nicht. Alles gut. Also weißt du es besser als ich? Nein, das ist ja, das weiß ja wohl jeder, dass man dann die anderen auch angehalten werden müssen. Nein, alles gut, ich schicke dir, ich will gar nicht diskutieren, ich schicke dir den Clip und dann siehst du das ja. Ich finde nicht, also, guck mal, bei allem Respekt, Levis, aber dieses Duzen, das ist schon sehr, sehr respektlos. Ja, wir spielen doch hier alle zusammen, das ist doch so okay, wenn man jemanden hier, ich bin Supporter von Blades V. Ja, du hilfst uns ja auch alle auch, also sind wir doch alle irgendwo cool miteinander. Nette, Digga, wallah. Ja, irgendwie hast du schon recht. Oh, das war das. Ja, doch, das war schon süß von dir, doch, muss ich schon sagen. Scheiß auf den Clip, Levis. Du kommst nochmal davon. Hä? Ich dreh dich gar nicht. Soll ich dir den Clip doch nicht schicken? Hä? Ich fühle mich gerührt, weil du gerade meinst, wir spielen hier zusammen und wir helfen uns gegenseitig. Du hilfst uns doch hier, das war sehr nett von dir. Ja, ist doch wichtig, hä? Sonst läuft das doch nicht. Aber das Problem ist, jetzt hast du zweimal hergesagt, nachdem ich gesagt habe, du kriegst einen 30-Tage-Bann, wenn du nochmal hersagst. Nein, das war... Und jetzt lachst bitte, du noch. Bitte, ey, schau mal diese Respektlosigkeit. So, was ist denn hier los mit dir, Levis? Was soll denn mit mir sein? Du hältst mich an. Du tust mich schon wieder! Levis? Alles gut. Ja. Wo hast du vorher gespielt? Auf welchen Server? Narco City. Okay. Ist okay? Ist okay. Wo spielst du jetzt? Jetzt spiele ich auf Blaze Beam. Ja, und hier ist ein anderer Wind, okay? Ich möchte dir nur eine Sache sagen. Aber ich... Nee, du... Wenn du nochmal her sagst! Du überforderst mich aber. Ich fahre hier vorbei. Du hast mich doch gerade... Nein, alles gut. Ich spare mir das. Alles gut. Genau, richtig. Nicht diskutieren. Okay. Das wollen wir alles nicht. Und du musst auch gar nicht hier laut werden. Du schreist mich doch an. Was hab ich? Du hast mich angeschrien, hä? Keine Ahnung, wer du bist, aber habe ich ihn angeschrien? Natürlich, nicht. Na. Er wollte natürlich sagen, hä? ich hab dieses Herr einfach. Hey, guck mal, ich bin hier vorbei. Oh mein Gott, sorry. Was soll denn die Scheiße jetzt schon wieder? Ey, ich hab mich gemisklickt. Der was klickt? Wir sind doch, hä? Bitte! Aber rastest du gleich aus? Was denn das? Ich fahr doch hier nur vorbei. Nee, warte mal, war das gerade eine Drohung mit dem Ausrasten? Nein, ich bin einfach nur sauer, alles gut. Sauer auf wen? Nein, ich möchte nicht mehr reden. Ich diskutiere nicht mehr. Das heißt, du verweigerst die Supportgespräche, ist das richtig? Ich verweigere das. Du redest doch die ganze Zeit schon mit mir. Du hast gerade eben gesagt, du möchtest nicht mehr mit mir reden. Und das ist ein Supportgespräch. Das heißt, du machst Supportflucht. Ich hab gar nicht gesagt, dass ich mit dir reden will. Ich hab gesagt, ich werde dann sauer, wenn so... Also, das Wong, ich habe gerade gehört, als er gesagt hat, ich möchte nicht mehr mit dir reden. Ist das korrekt? Hat das der Levis gerade so gesagt? Ich glaube, ja, aus Affekt. Aus Affekt? Jetzt beschützt du ihn auch noch. Warte mal, gehört ihr zusammen? Nee, noch nie. Moment. Nein, nein, ihr verarscht mich, glaube ich, gerade. Seid ihr gerade zusammen im Discord? Nein. Nee. Ihr wisst, dass ihr nicht im Discord zusammen sein dürft, wenn ihr hier EZ seid, oder? Ich kenne den nicht. Ich bin doch hier erst vorbeigefahren. Nee, ihr wollt mich verarschen. Kleinen Moment, ich funk mal jetzt. Nee, das ist mir ein bisschen zu viel. Ich brauche die PL-Eime hier. Jenny, kommst du bitte einmal hierher? Ja, zwei Leute, die wahrscheinlich Meta-Gaming betreiben. Ah, da ist sie schon. Oh mein Gott. Sehr schön. Hi. Ich kümmere mich helfen, euch beide, ja? Ja, so, ich raste hier sonst aus, Jenny. Ich kann das alles nicht mehr. Die lügen hier wie gedruckt. Die schreien rum die ganze Zeit schon. Du hast gerade die ganze Zeit geschrien, Levis. Du hältst mich hier an, weil ich hier vorbeifahre. Du hast gerade die ganze Zeit geschrien! Okay. Ja, alles gut. Ja, wir klären das. Ich kann das nicht mehr. Ich bin weg hier, Jenny, ja? Ich bin weg. Ja, mach das. Nee. Bye-bye. Ich kann das hier nicht mehr. Ich kümmere mich. Ihr beiden. Ich habe nicht mal drei Sätze gesagt. Gentlemen. Das alles war ein Prank. Kennt ihr Abu Ghraib? Die Arme, Wallah! Das war ein Prank. Kennt ihr Abu Ghraib? Das war...
bekommt beide von mir einen Import-Fahrzeug. Sorry, dass ich so geschrien habe, okay? Ey, du hast mich wirklich, du hast mich gefickt. Digga, oh, ja. Das Ding ist, ich kenne dich ja eigentlich. Also, ne? Ja, aber man errechnet damit nicht. So Final und so. Oh, okay. Aber deine Stimme eigentlich gar nicht mit realisiert gerade. Ich bin so ausgerastet, wirklich, ich bin kurz davor, mich zu kriegen, ehrlich. Wir sind so stolz auf euch, ne? Ihr seid genau das, was Blaze ausmacht. Ihr bleibt weiter höflich, ihr bleibt eloquent, ihr beleidigt nicht. Wir sind happy, das ist so dass krank, auf Final hätten die meine ganze Familie beleidigt. Okay, ich wünsche euch viel Spaß, ja? Hättest du das noch 10 Minuten gemacht, dann wäre es passiert. Ja, 10 Minuten, bei Final dauert das 10 Sekunden. Ey, viel Spaß, ja, haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Moin moin, willkommen sofort. Ja, hallo. Hallo Trufas. Trueface. Digga, Maria, bist du's? Geisteskrank, wirklich, es kracht. Maria Messina. Sorry, also willkommen im Support. Hallo, auf jeden Fall. Guten Tag, ja. Super. Wie kann ich helfen? Wie kann ich dir helfen, ist die Frage. Ich hab sie nicht gerufen. Ja, das ist richtig, aber ich bin hier selber hergekommen. Achso, ja. Und wie kann ich Ihnen helfen? Moment, nee. Sie stehen ein bisschen so mit dem Rücken zu mir. Oh ja. Ich würde sie gerne angucken, so. Natürlich. Juan ist da. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir sind hier OOC. Guten Tag. Super, okay, gut. Also, es gab... Alaikum, wie kann ich Ihnen helfen? Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kaifa haluka? Okay, das war einer zu viel. Ja, aber ist nicht schlimm, so sind wir halt im Support von Blades wie. Einer zu viel. Tatsächlich. Deswegen müssen wir aussortieren. Aber auf jeden Fall, gegen dich gibt es ein Ticket leider. Gegen mich, okay. Warum ja, geht? Richtig. Die haben gesagt AFK-Farming. Ah, also sehe ich AFK aus? Nee, aber das Problem ist, es kann sein, manche arbeiten mittlerweile mit KI und dann antwortet die KI einfach für die. Okay. Ich stelle dir jetzt eine Frage und wenn du die Frage richtig beantwortest, dann weiß ich, dass du keine KI bist, ja? Okay. Stell dir vor, du sitzt in einem Zug. Mhm. Nein, stell dir vor, du fährst ein Rennauto. Mhm. Die Strecke ist 100 Meter lang. Ja. 50 Meter breit. Ja. Und nach 10 Metern geht das Auto kaputt. Wie alt ist der Fahrer? Ja. Wie alt ist der Fahrer? Korrekt. Ich bin 21. Du bist eine KI! Was für KI. Sehr gut, Maria. Kannst du bitte hier runter einmal? Ich kann nicht runter. Ja, du kannst jetzt schon runter. Komm bitte einfach. Ich laufe außen rum. Nee, du kommst jetzt hier bitte runter. Oder willst du springen oder was? Abo. Ja. Herr, was ist denn? Damit du Bescheid weißt, ich habe aber gerade einen Clip gemacht, du bist von der Brücke gesprungen und du weißt, dass es Value of Life ist, ne? Ja, du hast doch gesagt, ich soll springen. Ja, gut. Wenn ich dir sage, auch OOC, spring aus dem Fenster, machst du das dann oder was? Natürlich nicht. Ja, aber siehst ich du. Ich muss ja euch Folge leisten, oder nicht? Wieso denn? Ja, ich bin gerade zivil unterwegs. Ich teste gerade die RP-Fähigkeiten und Kenntnisse der Blaze V-Spieler. Aber du hast doch gerade eben zu mir gesagt, ich soll bitte runterspringen. Nein, ich habe gesagt, komm runter. Du hättest auch außen rum gehen können. Ey, bitte, ich hab... Hör doch auf. Ich verstehe nicht, was wir euch getan haben, dass ihr nicht hier vernünftiges RP mal spielt. Schätzt ihr das Projekt nicht? Sagen? Natürlich, ich liebe es. Ich bin erst seit gestern hier. Ja, wie kannst du es denn lieben seit gestern? Das ist ja gefühlt wie verknallt sein. Man weiß noch nicht, was richtige Liebe ist. Verstehst du, was ich meine? Definitiv, aber wenn man hier gerne ist. Ja, das stimmt wirklich. Ja, da gebe ich dir recht. Aber dann springt man doch nicht einfach von der Brücke. Ich hab schon gedacht, dass Supportfall ist. Ich wäre normal außen rumgelaufen, natürlich. Was für RP-Fähigkeiten hast du, beziehungsweise für Erfahrung von RP, von Roleplay? Meinst du, wo ich vorher unterwegs war? Ja. Auf Sibawi. Jetzt eine längere Zeit gar nicht mehr. Ich war auf GVMP, aber dort hat es mir nicht so gefallen. GVMP, ist es nicht der Server, wo dieser Breitenberg gespielt hat? Boah, zu der Zeit war ich noch nicht da. Oh, Gott sei Dank. Hola Nico, vielen, vielen Dank für 5 Verschenkte. Oh gut, ich finde es halt sehr schade, dass du gerade durch diesen Test durchgefallen bist. Ich muss leider diesen Clip einschicken, weil meine Anweisung lautet, schick bitte alle Clips ein von den Leuten, die kein RP spielen können. Und kann sein, dass du dann für erste 7 Tage ein bisschen Pause bekommst hier. Auf Ernst jetzt? Ja, natürlich, klar. Ich meine, du springst von der Brücke, was erwartest du? Vor den ganzen anderen Leuten. Das war ja, ich bin zwar OOC, aber du warst ja noch im RP, verstehst du? Du warst ja dann in diesem Dimensionswechsel. Oh, ja gut, wenn es so ist, ist halt so, ja. Du willst auf dieses Projekt spielen, also musst du das Regelwerk kennen. Verstehst du, was ich meine, Biere, so? Nee. Willst du, sonst machen wir das einfach wieder gut. Kannst du mir zeigen, wie du RP spielen würdest? Wir machen jetzt einfach mal eine Situation und du würdest mir sagen, dann, wie du das machen würdest, handhaben würdest? Oh, das ist mir ein wenig unangenehm, bin ich dir ehrlich. Ist gar kein Problem, fühl dich einfach ganz frei, wir spielen einfach Roleplay. Ja, aber muss das echt sein mit dem Wann, so, keine Ahnung.
Nee, das muss nicht sein. Deswegen gebe ich dir gerade eine Chance, dass du das einfach wieder gut machst jetzt. Und indem du mir zeigst, dass du es auch wirklich kannst und nicht von irgendwelchen Brücken springst. Ja, aber inwiefern, was hast du denn vor? Ich würde einfach meinen RP-Charakter spielen und du würdest mir einfach dann antworten so. Also ich würde auch im ADOT rausgehen. Ja, keine Ahnung. Na gut, super. Ich springe aber bitte nicht nochmal von der Brücke, weil dann kann ich echt nichts mehr für dich tun. Na, easy. Okay, ich komme sofort um die Ecke, ja, du stehst hier einfach so, rauch eine Kippe, zünd mal eine Zigarette. Kannst du das überhaupt? Weißt du, wie man Emotes benutzt? Ja, ja. Aber ich bin nicht so, ich stehe nicht so auf Zigaretten, ich würde mich lieber anlehnen, ja. Ja, und das meine ich, ja, genau. OOC sind Zigaretten nicht gut, aber EC sind sie sehr gut fürs RP und RP fördern. Wieso verweigerst du das dann schon wieder? Ey, bitte, hör doch auf. Ich komme sofort mit meinem RP-Charakter, ja? Ja, easy. Kleinen Moment. Scheiße, guck mal bitte, wie ich aussehe. Jo, was geht? Hallo? Halt deine Fresse und rede nicht mit mir, ja? Bitte? Sagst du noch einmal zu mir, hallo, ich fick meinen Arsch, okay? Halt dein Fresser. Tut mir leid, warum sind Sie denn so aggressiv? Daher kann ich Ihnen irgendwie helfen. Ich habe heute einen schlechten Tag. Ich habe keinen Fufu bekommen. Wie heißt dein Name? Ich bin Logan. Wie heißt du denn? Nein, ich sag nicht, was du machst, so viel Logan. Ich sag, wie heißt dein Name? Ja, mein Name ist Logan. Aber warum hast du einen schlechten Tag gehabt? Meine Mutter hat mir keinen Fufu gemacht. Aber was ist Fufu? So lecker esse. Du isst das mit Fingern, nicht mit Gabel. Wenn du mit Gabel machst, ich hack deine Hand ab. Na, das ist schlecht. Warum isst du denn mit den Fingern? Warum? Warum fragst du? Darf ich nicht? Natürlich darfst du. Jeder kann essen, wie er möchte. Nur in meinen Kreisen essen wir immer mit Gabel. Deine Kreise. Ich bin also ein Arschloch, ja? Ich bin also ein Huhn? Nein, auf gar keinen Fall. Was bin ich dann? Du bist ein netter Herr, ich kenne sie ja noch nicht. Frag mich, wie es heißt. Wie heißen sie denn? Halt dein Fresser. Mein Name ist mein Geheimnis. Ich bin Undercover-Polizei. Was bin ich? Sie sind ganz schön unhöflich, muss man sagen. Hey, Motherfucker! Who machst du? Wow. Ich hab gar nichts mit unhöflich zu tun, okay? Man muss hier keinen Stress machen, ja? Unnötig. Nimm dein Hinter hoch! Wie heißt mein Name? Den wollten Sie mir nicht sagen. Sie haben doch gesagt, das ist ein Geheimnis. Wie heißen Sie? Jeffrey. Hey Jeffrey, wie kann ich dir helfen? Was kann ich machen, dass es dir besser geht? Warum willst du mir helfen? Sehe ich auch, als ob ich Hilfe brauche? Na. Sehe ich so aus? Nein, schreien Sie mich nicht an, bitte. Ich habe einen Waffe, wenn ich will, ich pinkel dich an, ja? Soll ich machen? Nein, bitte nicht, mein gutes Herz. Dann nicht. Okay. Darf ich die Arme runternehmen? Was hast du gesagt? Darf ich die Arme runternehmen oder eher nicht? Ich liebe dir so viel, Kollege. Komm mit. Ich setze dich hier ab. Jetzt sind wir Freunde, okay? Okay. Ich komme sofort wieder. Ich liebe dir ganz viel. So. Okay, was hast du als Analyse für das gerade, für die Situation eben? Inwiefern Analyse? Ich fand es nicht schlecht. War ein bisschen überfordert, definitiv. Würdest du sagen, du würdest es genauso wieder machen, wenn du nochmal in die Situation kommen würdest, oder würdest du da was verändern? Ich glaube, ich würde es so wieder machen. Aber du hast schon ziemlich oft nach seinem Namen gefragt, ne? Das war schon ziemlich gefährlich, denn er war tatsächlich eine akute Gefahr für dich bezüglich der Waffe, die er da in der Hand hielt. Ne? Das war auch eine Langwaffe. Definitiv, aber ich habe ja die Hände dann hochgenommen, oder nicht? Das stimmt. Du hast wirklich sehr gut gehandelt. Ich würde vom Bann erstmal absehen. Oh, danke. Ich würde das tatsächlich trotzdem einmal so hinterlegen, dass du einmal angemahnt wurdest und beim nächsten Mal würdest du dann erstmal ein CMA bekommen. Na, was heißt CMA? Community-Ausschluss. Also halt okay. Auf all den Projekten dürftest du dann nicht mehr spielen. Auf Final, auf Corleone, auf wie die Server nicht alle heißen. Blitz. Ja, wäre auf jeden Fall schade. Wieso? Wieso spielst du eigentlich nicht auf Final, sondern hier? Wegen Bodyshot oder wegen dem RP? Ich glaube, auf Final hätte ich nicht die Chance bekommen oder ja, war mir noch nicht sicher genug. Das stimmt, also bei dem RP, was ich gerade gesehen habe, du musst mal sehen, auf was für Leute auf Final rumlaufen. Die Leute, die sind ja voll Hardcore. Die machen einen Unfall, die fahren dann, ja, das ist sehr, sehr krass. Hast du schon mal zugeguckt? Boah, weniger, ich bin nicht so am RP zuschauen. Ja, es ist ganz krass. Da gibt es so einen Polizisten, auch Bodylove. Also der hat seine Rolle. Das ist ganz, ganz krank, was der da abzieht. Das ist wirklich ein super, super Polizist. Der kann hier jeden was vormachen im RP. Okay. Aber wir lassen das. Wie ist dein Name nochmal? Meinst du hier? Logan. Sind wir gerade IC oder was ist hier los? Ja, das jetzt gerade nicht. Nein. Na super. Okay. Na gut, okay. Logan, hat mich sehr gefreut. Mach dein RP weiter, aber bitte tu mir einen Gefallen und spring nicht mehr von der Brücke, bitte, ja? Ja, mach ich, alles klar. Okay, super. Es kommt noch gleich jemand zu dir, der einmal einträgt, das, was du da falsch gemacht hast und dass du dann abgemahnt wurdest, ja?
Ja, das ist klar. Super, Logan. Soll ich einfach warten, oder? Ja, einfach bitte warten, nicht wieder von irgendwo springen, ja? Ja, danke, klar. Ciao, ciao. Hau rein. Ah, war so ein netter. Hallo, junger Mann. Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Du hast also Bekanntschaft mit unserem Sonderbeauftragten Administrator gemacht, ja? Ja, also ja. Er hat mich angesprochen, richtig. Bist du dir deiner Schuld bewusst? Ja, aber ich fand schon unfair, dass er sagt, ich soll von der Brücke springen und dann spring ich halt von der Brücke. Also, junger Mann. Gut, vielleicht klären wir das Ganze mal auf. Vielen herzlichen Dank, dass du ein Teil von Blaze bist. Ne? In jedem anderen Universum wäre wahrscheinlich dieser Spezialsupporter wegbeleidigt worden. Aber weißt du, wer Abu Goku ist? Ich hätte den Namen mal gehört, aber so direkt. Ja, nicht, geil! Hast du schon mal was geil! Von Bitcoin gehört? Nein, eigentlich nicht. Kannst du dir vorstellen, dass dir gerade 3700 Leute dabei zugeschaut haben? Nein. Wie du dich hier verteidigst? Ah ja, scheiße, das habe ich dir nicht gesagt, wir waren live. Hey, hör das auf, bitte. Das tut mir leid. Hey, Jenny, gib mir mal irgendwas Cooles, okay? Mach ich. Okay. Hey, Logan, wir sehen uns, ja? Aber jetzt ernst? Ja. Tut mir leid. Du hast natürlich nichts falsch gemacht. Nein. Ich kümmere mich um dich. Du bekommst ein schönes Geschenk und danke, dass du den Spaß mitgemacht hast. Du darfst einmal tief durchatmen. Spaß? Der Arme dachte kurz, er wäre gleich weggebannt. Aber was du auch sagst, 10a, 7 Tage. Ja, gut. Ja, das war schon crazy. Logan, viel Spaß. Wir sehen uns, ja? Hau rein. Ciao. Tschüss. Aber meintet ihr das ernst mit den 3,7? Ja, das meinen wir ernst. Mittlerweile sind es sogar eher so 3,8. Und so wirklich Abu Goku 9999? Ich bin auf Twitch nicht so unterwegs. Okay, wundervoll. Geil, du darfst mir gerne mal aus dem Coinshop sagen, was du gerne hättest. Dann stelle ich es dir in die Garage. Klasse 1, 2 oder 3. Oha. Mhm. Aber das müsst ihr jetzt nicht machen dafür. Keine Ahnung, ich glaube, so reagiert ja jeder, gell? Oha, nee. Bitte gib mir 2 Sachen, Jenny! Jetzt bin ich echt weg. Oh Gott. Das ist ein Typ, Digga, ja, Walla. Natürlich ist der nett, das ist auch kein Zuschauer von mir. Moin, moin. Hallo. Guten Tag. Tobi, kommst du bitte einmal zur Seite? Hast du irgendwas zu sagen? Was denn? Ich möchte bitte, dass du komplett ehrlich bist, Tobi. Gerne. Gut. Es gab jetzt mehrere Reportfälle über dich, wie du dein Medic-RP ausspielst. Steh mal jetzt auf, du kleiner Schwanz, das ist nicht RP, was du da machst. Wann war der erste Reportfall? Der ist heute reingekommen. Gut, dass ich heute eine Person geholfen habe. Der ist heute reingekommen, der ist aber von den Tagen gewesen, von den letzten Tagen. Was? Abu, du kannst mich nicht verarschen. Scheiß auf dich. Mann. Ich kenne deine Videos. Welche? Die von Final. Okay, du kennst einfach nur die Trollvideos, aber den Rest kennst du von mir nicht stark. Doch, ich kenne alle. Also ich gucke die meisten Videos von dir. Ich feiere dich übelst. Oh, dankeschön. Das ist sehr nett, ja. Tobi. Meinst du, dein Kumpel kennt mich? Keine Ahnung. Okay, hör zu. Ich habe eine Idee, du spielst einfach mit. Wie heißt der? Das ist Johnson. Max sure. Johnson. Johnson, kommst du mal bitte einmal her? Ja. So, ich möchte bitte, dass du jetzt auch komplett ehrlich bist, Tobi. Johnson, der Tobi hat sich jetzt öfter über dich beschwert. Und das ist jetzt hier OC ein Supportfall, ja, also nichts mit IC. Ich möchte mal gerne wissen, was du dazu sagst. Ich frage mich halt über was? Er sagt, du redest öfters OOC, wenn ihr alleine seid, machst Anspielungen, dass du streamen willst und dass er in deinen Livestream kommen soll und so weiter. Was soll denn das? Mach ich nicht. Machst du nicht? Also ich will nicht streamen, deswegen. Ja, also lügt Tobi oder was ist da jetzt los? Nee. Also. Hä? Lügst du? Was? Lügst du? Ich lüge mich, nee. Okay, wer lügt von euch beiden jetzt? Johnson? Das ist eine gute Frage. Warte mal. Ist das so ein Ding, du willst sie nicht verpetzen? Was? Hörst du mir überhaupt zu? Ja, ich höre dir zu. Super, okay. Also, was ist los mit dir? Nö, ich hab keins. Bei mir ist alles gut, hä?
Du hast gewonnen, du hast gewonnen, du hast gewonnen! Seht ihr mich? Ja. Yeah. Super. Ihr habt mich gerade eben beachtet auf der Straße, als ihr gefahren seid. Obwohl im Regelwerk steht, wenn ihr jemanden sieht mit A-Duty, fährt ihr bitte an ihnen vorbei und macht das RP ganz normal weiter. Ja, was sollen wir denn machen, wenn wir sie sehen? Da müssen wir auch aufpassen, ne? Warum? Warum ist das so? Im Regelwerk steht, wenn ihr jemanden mit A-Duty sieht, fährt ihr bitte einfach weiter. Ihr habt mich hier beachtet, seid stehen geblieben. Jetzt redet ihr rein theoretisch mit einem Geist. Ja, wenn jetzt andere Leute kommen, sehen die ja einfach euch reden mit jemandem, der nicht existiert. Verstehst du? Weil ihr mich ignorieren müsst. Was ist hier los? Was soll das? Scheiße, war das unser Fehler, ja. Hi. Wie hi? Wie lange spielt ihr schon RP? Boah. Schon zwei. Lange? Ja, anderthalb Jahre, zwei Jahre. Der nächste. Wer bist du jetzt? Hi. Was hi? Okay. wo seid ihr, wenn ich fragen darf? In welcher Familie? La Cosa Nostra, ja. La Cosa Nostra. Könnt ihr mir ein paar Sachen auf Italienisch sagen? Buonasera. Si. Was ist si? Was ist si? Uzi kann ich das halt nicht so gut, ne? Also, ja. Wie, wenn das war? Si oder was? Buonasera. Das hat er gerade gesagt. Ich muss mich halt in meine RP-Figur hineinversetzen. Das ist gerade schwer, OC. Nee, gut, alles klar. Da mache ich auch irgendeine Stimme. Warte mal. Hallo, ich bin auch im RP. Aber du bist bei mir. Also, wenn ich dich gerade so sehe, kommt es mir nicht so vor. Also, tut mir leid. Oh. Hallo, guten Tag. Bei welcher Familie seid ihr? La Cosa Nostra, ja. Si. Fratello. Buonasera. Du hast wieder nur Si und Buonasera gesagt. Die zwei Sachen von gerade? Das... Sibu! Ja? Ich sag dir ehrlich, dreimal durchgefallen. Das ist das. Das ist crazy. Wie? Okay, nee. Also, Venom, wie alt bist du? Ich bin 19. Und jetzt sag's auf Italienisch? Sie 19. Was? Sie 19? Hä? Ja, aber ist ja schwer, mein OC zu sagen. Er sagt, Sie 19. Hallo? Ja. Und mir geht's besser als euch, das kann ich euch sagen. Also C19 ist richtig respektlos, sag ich ehrlich, wie es ist, Venom. Ja, tu mir mit dem Gefallen. Lauf mal bitte einmal gerade auf dieser Linie entlang. Komplett gerade. Gerade? Gerade, bis ich Stopp sage. Laufen? Laufen, schnell gehen? Laufen, schnell. Okay. Der Arme hat einfach ein Timeout. Mr. Bitcoin hier. Ich hab gehört, du hast Lust auf was Süßes, während du dir die Mierda-Folgen anguckst. KingCans.de. Süßigkeiten aus aller Welt. Schlag jetzt zu und erhalte 10% mit dem Code Mierda10.